Do you have any idea what happened right here in this very bar? No. What happened? Just... all kinds of stuff. Ted und das blaue Horn, Tracys gelber Regenschirm, Slapsgiving und Barneys Anzüge. How I Met Your Mother war eine erfolgreiche Sitcom mit unvergesslichen Folgen. Bereits 2013, also noch vor dem Ende der Serie, plante der US-Sender CBS ein Spin-off, How I Met Your Dad. Daraus wurde zwar nichts, jetzt gibt es aber einen neuen Anlauf mit How I Met Your Father. Alles, was ihr dazu wissen müsst, verraten wir euch in diesem Video. Und vorweg, wenn euch das Video gefällt, gebt uns doch ein Like und ein Abo. And that, kids, is how I met your mother. Let's look at the facts here. You made us sit down and listen to the story about how you met Mom, yet Mom is hardly in the story. No. This is a story about how you're totally in love with Aunt Robin. How I Met Your Mother, kurz HIMYM, ist Kult. Das Finale hat jedoch viele enttäuscht. HIMYM-Fan Lindsay Lohan etwa ließ ihren Frust an einem Auto aus. Auch jetzt noch gilt das Serienfinale als eines der schlechtesten aller Zeiten. Ob How I Met Your Father es besser macht? Die Chance dazu bekommen jetzt Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Sie werden das Drehbuch schreiben. Where's your suit? Suit up! Hilary Duff spielt die Hauptfigur Sophie. Einen ihrer Freunde namens Jesse wird Chris Lowell darstellen. Jesse ist ein aufstrebender Musiker, der sich als Uber-Fahrer durchschlagen muss und mit seinem besten Freund Tom zusammenwohnt. Weitere SchauspielerInnen wurden bislang noch nicht bestätigt. Die HIMYM-Schöpfer Carter Bass und Craig Thomas werden die neue Serie produzieren. But we're in business in New York. We're trying to get a new show up and running. How I Met Your Father ist der mittlerweile vierte Versuch, ein Spin-off loszutreten. Der erste von 2014 hieß noch How I Met Your Dad. Es gab sogar schon eine Pilotfolge mit Greta Gerwig in der Hauptrolle und Meg Ryan als Erzählerin. I love knowing that you're here waiting for me when I get home. And you always will be for the rest of my life. 3 days later, I was single again. Geschrieben wurde die Folge von den HIMYM-Schöpfern Bass und Thomas und Saturday Night Live-Autorin Emily Spivey. Doch CBS war nicht überzeugt, der Pilot wurde nie ausgestrahlt. 2016 wurden die jetzigen AutorInnen Isaac Aptaker und Elizabeth Berger beauftragt. Damals sollte es aber noch nicht klappen. Denn Aptaker und Berger hatten zuvor die hochgelobte Dramaserie This Is Us mitproduziert. Dieser Erfolg beerdigte schließlich den zweiten Versuch, denn Aptaker und Berger wurden zu Co-Showrunnern von This Is Us befördert und hatten dementsprechend keine Zeit mehr für das Spin-off. I found him. My father. Ein Jahr später wurde Alison Bennett angeheuert, um einen dritten Versuch zu starten. Doch auch diese Version wurde eingestampft. Mit dem vierten Versuch hat es jetzt geklappt. Der Streamingdienst Hulu hat 10 Episoden für die erste Staffel mit dem Namen How I Met Your Father bestellt. I feel like you've been talking for like a year. Darum geht es konkret. In der nahen Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Diese Geschichte wird 2021 spielen. Sophie und ihre engen Freunde stehen mitten im Leben und müssen erst noch herausfinden, wer sie sind und was sie eigentlich noch alles erleben wollen. At least it was a great party. I ate like 4 whole cans of dip. You always know what to say, old friend. Das Spin-off spielt genau wie HIMYM in New York. Gastauftritte der alten Figuren wären also möglich. So etwas hat Hilary Duff zumindest in der Jess Cagle Show angedeutet. Zwar werde am Skript noch weitergearbeitet, allerdings... But it does tie in and, you know, hopefully we'll have some fun guest appearances from the original cast. At least let me buy you a beer. Come on, I'll buy everyone a beer. Auch vom Look and Feel her sollen sich beide Serien ähneln. Denn How I Met Your Father wird genau wie die Mutterserie Elemente der Multi- und Single-Camera-Sitcom miteinander vermischen. Es wird also Szenen wie die im Stammlokal McLaren's geben, die ganz klassisch mit mehreren Kameras am Stück gefilmt werden, was Zeit und Geld spart. We were just upstairs watching TV. Und einzelne Erzählstränge, bei denen wie bei einem Film die Inszenierung im Vordergrund steht. Huh. Okay, let's do this. Doch es wird einen großen Unterschied zwischen den Serien geben, erzählt Duff. There's so much opportunity for like love stories with this show because it's Sophie and then
three dudes. So it's, you know, it's going down that whole rabbit hole of like, well, which one was the one and which, who was the father? Die Auswahl der möglichen Väter ist also begrenzt. Anders als im Fall von Ted Mosby, der im Laufe der neun Staffeln über 50 Frauen gedatet hat. I think I'm in love with you. What? 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 Und dann muss die Serie natürlich den technologischen Fortschritt widerspiegeln. Zur Erinnerung, die Geschichte spielt in diesem Jahr. You're a hot chick. Gedatet wird also nicht mehr nur klassisch in Bars, dazu kommen auch Dating-Apps und die damit verbundenen scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten. Barney had been sure that phone was something he loved, but now he realized it wasn't that at all. It was something else entirely. Ich bin sehr gespannt, was die AutorInnen daraus machen werden. Mit der Dramedy-Serie Love, Victor haben Isaac Aptica und Elizabeth Berger ja schon gezeigt, dass sie eine etablierte Geschichte weiterspinnen können. Das Spin-off hat auf jeden Fall großes Potenzial, aber auch einige Stolperfallen. My friend, you just poked the bear. So schön Friends oder He-Mim auch sind, die Serien sind nicht zeitlos. Die Technologie und die Gesellschaft haben sich nun mal verändert. Dass sich Berufsanfänger ein riesiges Apartment in einer der teuersten Städte der Welt leisten können, wirkt für heutige Generationen wie blanker Hohn. Funyuns, Tantrum Soda? Sure. In 1941? Sure. How I Met Your Father könnte das Lebensgefühl der 20- bis 30-Jährigen einfangen und der Serie so eine Relevanz geben, die die großen Vorbilder nicht mehr haben. I feel better. Ein weiteres Plus, die Serie bietet viele Möglichkeiten, auf bekannte Figuren zu treffen. Gerade Barney drängt sich geradezu auf bei einer Serie, in der es ums Daten geht. Well, that explains where Barney is. Dips on his wings. You just got slapped. Allerdings liegt darin auch die größte Gefahr. How I Met Your Father ist keine eigenständige Serie, sondern ein Spin-off. Dementsprechend droht sie permanent vom großen Vorbild überschattet zu werden. Außerdem wartet auf die AutorInnen ein wahrer Drahtseilakt. Die Serie muss sich von He-Mim unterscheiden, ohne jedoch die alten Fans zu vergraulen. How I Met Your Father bietet aber darüber hinaus noch eine große Chance. Wait for it. Denn Sitcoms mit mehreren Figuren sind fast ausgestorben, He-Mim war eine der letzten Vertreter. Wenn es gut läuft, könnte das Spin-off ein Format zurückbringen, das in der Vergangenheit wunderbar funktioniert hat und mit dem ich persönlich viele gute Erinnerungen verbinde. What do you mean? Just to be the man who walks a thousand miles and falls down at your door. Ooh. Yeah, we totally nailed the ending. Yeah, that was probably like our best one. How I Met Your Father hat aktuell noch keinen Release-Termin, aber da die Handlung ja 2021 beginnt, könnte die Serie ja vielleicht schon Ende des Jahres erscheinen. Wobei, genau wissen wir das natürlich nicht. Auch nicht, wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird. Vielleicht läuft das Spin-off ja so wie seine Mutterserie im guten alten Free-TV. Was meint ihr? Freut ihr euch auf How I Met Your Father oder findet ihr Sitcoms nicht mehr zeitgemäß? Wie immer, schreibt es in die Kommentare. Mehr zum Thema findet ihr hier. Und hier geht's zu unserem letzten Video.